Aufgabe B2.4. Punkte PN liegen auf der Strecke CS, wobei die Winkel S, PN, R das Maß Phi haben, mit Phi Element von 26,25 Grad bis 126,87 Grad. Zeichnen Sie das Dreieck P1, S, R für Phi gleich 100 Grad in das Schrägbild zu 2.1 ein. Berechnen Sie sodann die Länge der Strecke R, P1 und den Flächeninhalt des Dreiecks P1, S, R. Wir sollen also ein Dreieck einzeichnen namens P1, S, R. Für das gilt der Winkel Phi, also von S zum Winkel PN bzw. P1 nach R soll 100 Grad sein. Das können wir mit dem Geodreieck einzeichnen. Und erhalten dann hiermit unseren Winkel, unseren Punkt P1. Und hier ist der 100 Grad Winkel Phi zu finden. So, jetzt ist die Frage, wie lang ist die Strecke P1 nach R? Außerdem will man noch den Flächeninhalt des Dreiecks P1, S, R. Wir brauchen zuerst die Seite P1R und schauen uns das Dreieck an, wo diese Seite drin liegt, ob da schon was berechenbar ist. Also P1, SR, wir kennen die Strecke SR, wir kennen den Winkel Phi mit 100 Grad, aber wir kennen wieder einen weiteren Winkel, noch die Strecke SP1. Also wäre es vielleicht sinnvoll zu schauen, können wir einen weiteren Winkel oder eine weitere Strecke über ein anderes Dreieck berechnen. Da schauen wir uns mal das Dreieck MCS an, wo wiederum dieser Winkel mit drin liegt. Wir wissen, das Dreieck MCS ist rechtwinklig, hier unten ist ein rechter Winkel, und der andere Teilwinkel ist schon bekannt mit 36,87 Grad. Also lässt sich der Winkel MSC ganz einfach über die Innenwinkelsumme berechnen und wir erhalten Grad minus 90 Grad minus 36,87 Grad und das sind 53,13 Grad. Der Winkel da oben ist nun jetzt also bekannt. Was bringt uns das jetzt? Nun schauen wir nochmal das Dreieck P1SR an. Wir kennen einen Winkel und die gegenüberliegende Seite. Wir kennen einen zweiten Winkel und die gegenüberliegende Seite ist gesucht. Das sind genau die Voraussetzungen für den Sinussatz, der dann also besagt, unsere unbekannte Strecke RP1 geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels, also 53,13 Grad, ist gleich die andere bekannte Strecke, nämlich RS mit 4,5 cm geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels. RS gegenüber liegt der Winkel Phi mit 100 Grad und damit können wir die fehlende Seite RP1 ausrechnen. Funktioniert entweder mit Hilfe des Solvers oder wir können es auch wieder umstellen. Dann erhalten wir für RP1 ist gleich 4,5 cm durch Sinus 100 mal
Sinus 53,13 Grad. Und das sind ungefähr 3,66 Zentimeter. Jetzt ist der Flächeninhalt noch gesucht. Wir überlegen wieder unsere Flächenformeln. 1/2 mal Grundseite mal Höhe ist hier bringt hier nichts, weil wir die Höhe nicht kennen. Müssten wir ausrechnen. Uns sind aber die Winkel bekannt, also probieren wir doch die Flächenformel mit Hilfe des Winkels, der da heißt, die Fläche eines Dreiecks ist 1/2 mal erste Seite mal zweite Seite mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Nun, wir kennen die Seite RS, wir kennen die Seite RP, der Winkel hier drin ist uns noch unbekannt, aber da wir die beiden anderen Winkel kennen, ist es kein Problem, den dritten Winkel auch zu berechnen. Also der Winkel P1RS. Rechnen wir den zuerst. Ist gleich 180 Grad der Winkelsumme minus Phi, das waren 100 Grad, minus den Winkel, den wir oben ausgerechnet haben, mit den 53,13 Grad. Und das ergibt dann einen Winkel von 26,87 Grad. So, brauchen wir nur noch unsere Flächenformel aufstellen. A ist 1/2 mal RS mal RP. Mal Sinus des eingeschlossenen Winkels, also 26,87 Grad. Noch die Zahlen einsetzen. RS waren die 4,5 cm, mal RP 1, das waren die 3,66 cm, mal der Sinus von 26,87 Grad. Und es ergibt dann eine Fläche von 3,72 Quadratzentimetern.